Lierlo, aus Wolle, grüne Wurzel, geht's mal wieder. Ich habe da was ausprobiert. Ein kleiner Nachtrag zu meinem Video von dem alten Dell. Ich muss hier gerade mal so eine Taste drücken, sonst geht das nicht. Press F1 Key to continue. So, das hätten wir. Also, worum geht's? Dell Dimension 1100, uraltes Ding. 10 Jahre alt, nur ein Prozessor. Und wir hatten ja verschiedene Betriebssysteme. Jetzt habe ich mal geguckt, kann ich das Ding komplett auf USB? Ja. Ich wollte weg von den alten IDE-Platten und habe mal geguckt, kann man da einfach einen USB-Stick, ne? Also jetzt nicht als Live-USB, sondern anstelle der Festplatte, ne? Also das Betriebssystem komplett auf den USB-Stick drauf. Ja, das habe ich mal gemacht. Wird das dann schneller? Taucht das was? Habe ich mal geguckt, ja, und die Bootzeit, seht ihr jetzt, das dauert so ein bisschen, ne? Xubuntu Core ist jetzt drauf. Xubuntu, wie gesagt, älterer PC, der braucht jetzt ein bisschen zum Booten. Xubuntu Core hat im Übrigen nichts mit Snappy Core zu tun, das ist einfach ein Xubuntu-System, womöglich nichts drauf ist, so, ne? Vorteil, braucht wenig Arbeitsspeicher, zeige ich gleich. Sollte eigentlich relativ fix laufen, aber ne, jetzt habe ich natürlich das Betriebssystem, zeige ich gleich so ein Bildschirmfoto, komplett auf USB und wegen, weil das so ist, ja, habe ich vergleichsweise langsame Startzeiten. So, jetzt ist Xubuntu Core gestartet. Sieht man das? Ich hoffe ja. So, Xubuntu, ja, müsste man eigentlich, ich muss gerade meine Videokamera schielen. So, Xubuntu Core. So, wir sehen schon, wenn ich irgendwo auf so ein Menü klicke, dauert es ein bisschen. Das Problem, weil das jetzt rein auf USB anstelle Festplatte installiert ist, relativ lange Zeiten, bis da mal was passiert. Ne? Zumindest beim ersten Start eines Programms oder wenn man irgendwo mal draufklickt oder Terminal, ne, dann dreht sich das so im Kreise. So, das mit Verzögerung. Jetzt gehen wir erstmal auf Hardtop. Ich muss mir mal gerade mal eine kabellose Tastatur an die Seite tun, so, damit man überhaupt mal was sieht. So, jetzt wollen wir Hardtop. Damit man den Vorteil sieht. Erstmal den Vorteil. Vorteile sind immer gut. Vorteil von Xubuntu Core, wir sehen, wir haben 148 MB Arbeitsspeicher belegt. Das ist sehr, sehr wenig. Das Ding hat insgesamt 2 GB. Die CPU dümpelt vor sich hin, hat nur eine CPU, ja. Von 0,5% Auslastung, wobei Hardtop die 0,5% sind, bis zu gewissen kleinen Tasks. Das ist der Vorteil. Das System läuft also mit einer minimalen RAM-Ausstattung auch. Ne? Er bräuchte keine 2 GB haben, das ging auch so. Und auch die CPU ist nicht furchtbar ausgelastet. Gut, lassen wir das mal so ein bisschen hier mitlaufen. So, aber wie gesagt, wenn man das erste Mal irgendwo draufklickt, dann war es langsam, jetzt geht schon schneller. Ne? Also das ist der Nachteil. Das ganze Betriebssystem ist nur auf, sage ich mal, auf einem USB-Stick drauf. Also kein Live-USB-Stick oder Live-CD, sondern ist installiert anstelle einer Festplatte auf einem USB. So, jetzt startet, weil bei Xubuntu Core kein Bildbearbeitungsprogramm oder Bildanzeigeprogramm dabei ist, Firefox, den musste ich auch nachinstallieren. Bei Xubuntu Core ist erstmal nichts dabei. Das Core heißt quasi nur das Notwendigste, damit man überhaupt einen grafischen Desktop hat. Hier ist USB-Stick. Ja? Da ist das Betriebssystem drauf. Das ist dieses goldene Ding da. Ne? Das ist so ein Transcend, bla bla bla. Ne? Das ist hier Netzwerkkabel. Mehr ist nicht. Keine Festplatte in den Dingen drin. Aber wie gesagt, die Schließzeiten der Programme. Jetzt habe ich gerade mal Firefox geschlossen, auf Schließen geklickt. Da dauert ein bisschen jetzt. Ne? Gut, das ist der Nachteil jetzt wahrscheinlich USB. Ich habe mal geguckt, LS-USB, das wird scheinbar als USB 1.0 erkannt, obwohl ich eigentlich einen USB 2.0-Port habe. Hier ist nochmal der USB-Stick. Ja, USB-Stick hinten drin. Hier drauf ist das Betriebssystem, das ihr gerade seht. 32 GB USB-Stick.
dick. So, USB-Szenen. Also die könnten eigentlich, so viel ich das in der Doku gelesen habe, USB 2.0, wird aber, glaube ich, nur USB 1.1. Und das ist jetzt der Nachteil. Das dauert alles ein bisschen, ne? Bis das so startet. Wäre aber nicht schlimm. Vorteil ist, USB-Stick macht ja keinen Krach. Im Gegensatz zu den alten IDE-Festplatten. Hier ist nochmal der PC, um den es geht. Ein alter Dell Dimension. Häufig verwendetes Modell. Ein großer Stückzahl gebaut. Deshalb dieses Video, weil wahrscheinlich einige das Ding mal wieder irgendwie recyceln wollen. Dell Dimension. Das ist der da. So, und der hat entweder hier unten USB oder halt hinten noch vier Anschlüsse. Kann man da anschließen, da mit kabellose Tastatur, Maus, Netzwerk und USB. So, jedenfalls das ganze Betriebssystem läuft, wie gesagt, mit minimaler RAM-Ausstattung sehr gut. Aber Startzeiten durch USB 1.0 wahrscheinlich oder 1.1 relativ langsam. Wen das aber nicht juckt, ja. Jetzt sieht man zum Beispiel, jetzt zuckt er so. Wen das nicht juckt, der sagt, ja, hier sieht man 32 GB USB-Stick, schön da drin, hier ist das Betriebssystem drauf. Das habe ich anstelle Festplatte genommen. In den BIOS-Einstellungen das Ganze auch so eingestellt, dass der von USB startet. Das war auch noch ein bisschen tricky. Normalerweise sucht er eine Festplatte, muss ich jetzt immer F1 drücken, um das zu übergehen. Geht aber. Gut, soweit so klar. Nachteil bei der Installation auf USB. Jetzt habe ich schließen geklickt. Das dauert ein bisschen länger jetzt. Nachteil USB ist natürlich, diese USB-Sticks sind eigentlich gar nicht dafür gedacht, ein Betriebssystem drauf zu speichern, das ständig Schreib- und Leseaktionen hat. Ne? Auch die Programme, die gerade laufen, schreiben zum Beispiel in den Temp-Ordner, den gegebenenfalls ins RAM verschieben, würde ich sagen. Oder das ganze Betriebssystem mal versuchen, ins RAM zu verschieben. Da gibt es auch diverse Anleitungen im Internet. Damit die langsamen USB-Zugriffe nicht das System ausbremsen. Ich würde sagen, wenn ihr das so macht wie ich, dann regelmäßig Backups machen. Denn wie gesagt, USB-Sticks sind eigentlich für diese dauernden Schreib-Lese-Aktionen nicht so geeignet. Funktioniert aber. Kann man mal machen, für einen Webserver aufzusetzen oder ähnliches. Rollladensteuerung oder sonstige Geschichten. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Bleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.